Hallo, Ivy, du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit aufzunehmen. Scheiße. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Was ist das, Feuermelder? Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Die Natur ist schneller als du, Sinja. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur, das muss ich ihr lassen. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Komm her, Harley! Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi! Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm! Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja?
Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu legen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Du hörst von mir. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Hier muss es zu Freeze Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischem Essen bei Kerzenschein. Die Fledermaus. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Der mag es kalt. Der kühlt den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren. Ja, der hat bestimmt auch seine Alte eingefroren. Ich meine, findest du, dass sie gut aussieht? An diesem Ort sehen sie alle gut aus. Das alte UCCD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da... Sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch, was man haben will. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei. Nachdem wir sie umgelegt haben, sehen wir nach. Batman. Die
die Abwürfe erfolgen zu bestimmten Zeiten und ausschließlich an diesen Stellen. Die Gefangenen sind skelettmäßig. Ganz und gar nicht. Oh Gott, Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Das ist nicht gut, er wacht nicht auf! Ich habe diese Seite gesichert. Wie macht er das nur? Was ist los? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Hast du ihn gefunden? Mal jemand, wo er ist? Batman ist zurück. Überrascht, mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Payaso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura dieser Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter.
Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Ich muss alles haben. Zusammenstoß mit dem verdammten Batmobil überstehen. Zeug ist, das er uns abgenommen hat. Lass mich für ein paar Minuten da rein und ich komme als Millionär raus. Jemand hört. Ich bin auf dem Dach des alten Gotham FM-Gebäudes. Ich. Alte Knast. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Außenmauer zu erreichen. Hier drüben, Batman! Was machen Sie hier oben? Jemand ist hinter mir her. Er versucht, mich zu töten. Wer? Ich glaube, er arbeitet für Strange. Dieser Bastard. Erst lässt er mich 6 Monate lang an seinem verdammten Turm schuften und kaum funktioniert alles, wirft er mich hier rein. Woran haben Sie gearbeitet? Oben auf dem Turm gibt es eine Reihe von Signalverbindungsknoten. Die Vorgaben lauten... Ich sollte das hier als Tatort ansehen. Nur so kann ich herausfinden, wer diesen Mann getötet hat. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Dafür wird Strange bezahlen. Nur Geduld.
ganze Klapsmühle. Der Schuss wurde irgendwo aus diesem Bereich abgegeben. Ich muss den Bereich scannen. Da ist die Patronenhülse. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperr. Sieh dir mal das Bild an, das ich gerade zum Batcomputer hochgeladen habe. Ist es das, was ich glaube, Master Bruce? Ja, Deadshot ist in Arkham City. Was macht der hier? Ist er ein Gefangener? Halte ich für unwahrscheinlich, aber ich will nichts ausschließen. Dann heißt es also, der größte Detektiv der Welt gegen den besten Attentäter der Welt. Wer wird gewinnen? Er jedenfalls nicht. Schick mir den gesamten Datenbankeintrag von Deadshot. Ich habe alles hochgeladen, was ich über das Opfer weiß. Ich melde mich. Teilen Sie Kontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Kannst du mich hören? Was ist da los? Falls einer von euch bei CCPD noch handeln kann, schaltet mal auf Kanal Papa Geistaucher 0. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Wir laufen frei herum und es gibt Gerüchte, die besagen, dass der Bandenkrieg an Schärfe gewonnen hat. Als regelmäßiger Zuschauer werden Sie sich sicher an mein Gespräch mit dem Bürgermeister erinnern. In dessen Verlauf hat er gesagt, dass man dabei den Waffenschmuggel nach Arkham City eindämmen will. Der Bürgermeister war an diesem Punkt sehr deutlich. Er sagte, dass jeglicher Besitz von Waffen im Quarantänebereich illegal sei. Er versprach, alles zu tun, um kleinere Ausbrüche von Anarchie niederzuschlagen. Die Frage muss erlaubt sein. Sieht so ein kleinerer Ausbruch von Anarchie aus? Meiner persönlichen Meinung nach herrscht hier das blanke Chaos. Erwarte Befehl. Beobachten Sie die Person weiter. Tiger Zentral, ich bestätige. Rücke zum Ziel vor. Ende. Okay, Einheit 32, wir haben einen 1032, Ecke 5. Straße. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cobblepot. Gut, sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießt. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was, einfach so? Ja, einfach so. Wie sieht's denn aus? Na, was ohne die Codes der Stadtverwaltung kann ich nicht darauf zugreifen.
ist nur das Pinguin, die ich haben will. Das genügt. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Nein, ich meine... Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Cobblepot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut, oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ihr habt den Pinguin gehört. Bewegung. Oh Gott, Leute, bewegt eure Ärsche her. Sofort! Komm, wach auf! Verdammt, der ist bewusstlos! Das war's, wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Ach, halt's Maul, wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Er ist hier, Mr. Cobblepot. Batman ist hier. Beschäftigt ihn! Ich habe die Zugänge zum GCPD gesperrt. Er geht nirgendwo hin. Wo ist er hin? Sagt mir mal jemand, wo er ist. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Sie hatten recht, ich habe einen gefunden. Hey, wach auf! Oh mein Gott, wach auf! Bitte, ich geh verrückt! Zieh mich ab! Ganz allein zu lassen! Wie du kriegst, dann gibt's Ärger! Ich werde dich wieder erwecken und eigenhändig nochmal umlegen! Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein, tut mir leid, Mr. Cobblepot. Er hat mich gezwungen. Kannst ihn haben, Batman. Wieder in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich. Und die erste kommt jetzt.
Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Cobblepot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter.
Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Clown sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Clown zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Haben Sie Kontakt zum Explosionsbereich? Wärmeabtastungen zeigen mehrere Explosionsquellen. Ende. Bestätigt, Air Tiger 3. Anscheinend hat Mr. Cobblepot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Bestätigt. Air Tiger 3, Patrouille fortsetzen. Ende. Batman gesichtet.